Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Ich bin gerade auf dieser Railbahn und kümmere mich hier um diese Mistkerle. Da geht's wieder hoch. Wollen wir mal den Weg weiter, können wir da rüber springen. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Schauen wir uns mal hier was um. Oh, ein weiteres Oxophon. Da hören wir natürlich direkt mal rein. Panzerfaust. Wieso quatscht der Kerl nicht vom Voxophon? Irgendwie ist gerade alles sehr leise geworden. Tja, Fitzroy. Aha. Gerissen sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ich habe hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianer-Knirps und sieht mich mit großen Augen an. Musste ihm ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens heulen würde oder irgendwas. Zack. Das bezweifle ich. Wo bist du? Jetzt hab ich dich. Was? Wo bist du? Ich mach dich fertig. Da. Ach, da warst du. Ist dich hier versteckt. Wollte gerade schon sagen, wo ist die denn? Die Frage, ob da hinten noch irgendwie was ist. Schauen wir uns hier mal um. Ein Waffenschrank. Und ein schönes Maschinengewehr. Ja, tauschen wir mal, würde ich sagen. Oder? Was haben wir denn noch hier bei uns? Shotgun. Dann reicht das eigentlich. Dann wollen wir mal in das Polizeirevier hinein. Hier ist ein Schloss. Mal sehen, was ich tun kann. 14 Haarnadeln dabei. Bitte sehr. Reichlich also. Die Bullhaus-Verwahrstelle. Dietriche. 15 Stück, nice. Und ein neues Kineskop. Stück müsste ich noch davon finden. Aber ich habe bestimmt irgendwo schon längst eins übersehen. Aber das ist auch so eine Gamerscore-Jagd wieder. Das mache ich ja schon lange nicht mehr.
deswegen unwichtig. Genau wie sonst würde ich jetzt mit jeder Waffe jemanden töten, und bis ich die alle hab. Aber das ist nicht mehr interessant. Gehen wir hier weiter. Ui, eine Deckung können wir hier aufbauen. Gatling Gun. Wo ist der hin? Da, nehmt das, der schießt die Waffe weer und dann schnapp ich mir mal die Gatling Gun. Oh, oder auch nicht, wir kriegen hier neue Muni. Perfekto. Patriot? Wo? Wo? Ach du je. Der war aber da. Im Moment nicht. Ich verfehle nie mein Ziel. Schnauze. Rex Patriot. Ja. Fort mit ihm. Ein Schuss noch. Wo ballerst du? Ach da. Bräuchten wir mal eine Alternativwaffe. Öffne ihn. In Ordnung. Silberbarren. Geld ist immer gut. Must remove the full mark of the Schrank hier kann man. Ich sehe ihn! Achso. Ich sehe ihn! Die schneller schießen könnte die Waffe, wäre die eigentlich ziemlich geil. Kampfknacken nicht möglich. Ah, okay. Da muss ich auf jeden Fall rein. Wer ist denn hier noch am Leben? Wir haben ihn. Mein Hund, ich hab euch. Ah, da ist die Truhe, wo ich die Schlüssel für habe. Hervorragend. Schnappen uns doch direkt weit aus Gesundheit. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Gehen wir doch direkt mal hier zurück. Also direkt mal die Tür aufknacken. Elisabeth, hilfst du mal? Echt? Die fünf lohnen sich. Dieses olle Schloss? Ja, bitte. Geschafft. Hervorragend. Bist die Beste. Und direkt nochmal ein Gesundheit mehr. Da bräuchte ich jetzt noch fünf Stück von. Was haben wir hier? Zielen erhöht den Schaden um 25%. Das Feuern aus der Hüfte verringert den Schaden um 25%. Was haben wir da drin? Nahkampfkills verleihen Gesundheit. Ich brauche die Nahkampfkills nicht unbedingt. Dann würde ich sagen, rüsten wir das hier aus. Das heißt, wenn ich in den Zoom-Modus gehe, was ich mit dieser Waffe nicht machen kann. Panzerfaust. Die war eigentlich ganz lustig. Aber ich könnte auch mit dem Karabiner was ballern. Oh, sorry. Ja, ja, ich weiß. Dies war nicht gut. Weg mit dem Ding. Was? Das stört dich? Ah, das stört sie. Interesting.
gucken, ob wir unten noch irgendwie was vergessen haben. Da waren wir drin. Hier geht's weiter runter. Müssen wir runter? Oh, wir müssen runter. Dann gucke ich lieber erstmal, ob ich oben noch was habe. Da gab es ja noch einen weiteren Raum. Locker Room. Aha. Sieht in Ordnung aus. Kann nichts öffnen. Da, ein Lockpick. Was? Wo? Wo bist du? Wo bist du? Irgendwo hat es ein Lockpick gesehen. Du warst, glaube ich, hier drin, ne? Das ist ganz so weit. Da ist der Lockpick, den sie gesehen hat. Kurz mal hier ab. Die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Das sind eine Menge Geräte. Kriegst du das geknackt? Ach, das wird nicht lange dauern. Nahkampf, Fernkampfwaffe. Bitteschön. Wenn die hier wie ein Maschinengewehr wäre. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Gut. Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Vielleicht kann ich dir ja später noch was upgraden. Dann feuert die was schneller. Das geht eigentlich. Und sie macht mehr Schaden als das Maschinengewehr. Mal schauen. Die Arme. Founders will bleed. Weiterer Lockpick. Perfekt. Keine Ahnung, warum sie das nicht übersetzt haben und Dietrich sagen. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Tja. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bocca, wenn wir diesen Riss betreten... Ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Tja, ist die Frage, müssen wir hier noch irgendwie was machen? Was haben wir hier? Jede Menge Waffen und Geld. Ja, wir müssen das wohl machen. Die Frage ist, was passiert mit der Welt, wenn wir immer weiter die... zwischen den Welten springen und die Realitäten verändern? Das ist nicht gut. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Was ich möchte schnellstmöglich auf dieses Was Luftschiff ist das? Und weg von hier. Bocca, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Okay. Was ist das? Geilo. Ja, sowas wollte ich doch haben. Zielfernwaffe, Fernwaffe also im Endeffekt und Maschinengewehr. Hervorragend. Die Waffen scheinen alle abgegradet hier zu sein. Was haben wir denn noch? Haben die auch eine Shotgun abgegradet? Ne, nur Repetiergewehr. Dann mal los. Tja, genauso tot, nur dass das gerade eben, glaube ich, eine weiße war. Shoddy.
Voxophon. Das hören wir uns mal an. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. So, hier machen wir mal wieder einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.